Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Einer sehr, sehr, sehr gelungenen Bücherwoche mit richtig tollen Büchern. Überhaupt muss ich sagen, war der April ein sehr guter Büchermonat, sowohl was die Anzahl angeht. Ich habe, glaube ich, jetzt im April 12 Bücher gelesen, was auch dann aber die Anzahl von Highlights betrifft. Denn ich hatte tatsächlich 8 Highlights im April und ich glaube so bevorzugt tatsächlich auch im Fantasy-Genre. Und da merke ich dann, wo mein Herz schlägt, wenn es mir eben nicht ganz so gut geht, wohin ich mich sozusagen zurückziehe, dass das das Fantasy-Genre ist. Also muss ich wirklich sagen, freut mich sehr, dass der April so gut auf beiden Seiten sowohl Qualität wie Quantität gewesen ist. Und ich hoffe, dass es mit dem Mai so weitergeht. Ich habe in dieser Woche 3,5 Bücher gelesen und im Grunde auch das erste Mai-Buch sozusagen ja in dieser Woche gestartet mit einem Sachbuch in den Mai. Ich glaube, das war gar nicht so verkehrt. Ansonsten habe ich einen relativ alten Film angeschaut. Und ich habe eine Zeitschrift gelesen, über die ich auch kurz so 3-4 Sätze verlieren möchte, weil ich da tatsächlich ein bisschen enttäuscht war. Und irgendwie, habe ich ja früher auch sehr häufig mal von The Flow oder sowas erzählt, von diesen Achtsamkeitsmagazinen oder Hygge oder Auszeit oder wie das alles hieß. Und ich habe eine neue Zeitschrift entdeckt und muss da meiner Enttäuschung, glaube ich, mal so ein bisschen freien Luft lassen. Aber die Bücher der Reihe nach, ich habe zusammen mit der lieben Becky Dunkelheit im Spiegelland gelesen von Christina Henry. Das ist der dritte Teil der Chroniken von Alice. Dann haben wir im Leseklub in dieser Woche beendet Ich, Eleanor Oliphant von Gail Honeyman. Das ist sozusagen auch das halbe Buch, was ich ja aus der Vorwoche schon mitgebracht habe. Dann habe ich innerhalb der Woche gehört Das Lied der Krähen von Leigh Bardugo. Ich bin also nach der Krischer-Reihe und auch dem Serienbingen direkt zu den Krähen übergegangen, habe hier ein Rehören gemacht. Und das Buch, was dann sozusagen den Mai eingeläutet hat, ist dann das Sachbuch Monologie von Jasmin Boland, die Magie des Mondes. Und da war ich super, super neugierig, was mich erwartet. Ihr findet wie gewohnt alle Bücher, alle Informationen unten in der Infobox. Auch bei welchen Büchern es sich um ein Rezensionsexemplar handelt und Ähnlichem. Schaut da gerne mal vorbei. Es ist auch der Leseklub verlinkt. Es ist Instagram verlinkt, wir haben auch die Playlist zum Hörgenuss, also schaut da gerne mal vorbei. Ja, wir beginnen mit dem ersten beendeten Buch der Woche, Dunkelheit im Spielland, der dritte Teil der Chroniken von Alice von Christina Henry, und ich möchte hier wirklich mal die Schönheit des Buches einfach hervorheben. Angefangen wirklich auch von einer wunderbaren Optik, wenn man es öffnet. Und dann zieht sich diese Frage, erkennst du dein Spiegelbild noch oder bist du selbst dein größter Albtraum? Hier sieht man dann auch Teil 1 und 2 abgebildet und dann auch die Bücher, die da noch folgen, nämlich Peter Pan, Meerjungfrau und Rotkäppchen. Und ich bin da auf alle 3 folgenden Geschichten super, super gespannt. Zudem muss man wirklich sagen, dass diese Ranken, die man hier so sieht, eben auch noch im Buchschnitt zu sehen sind. Und das macht diese Bücher, also ich finde sie von der Haptik wirklich super, super schön und es sind wirklich ganz tolle Hardcover. Ja, der dritte Band ist keine klassische Fortsetzung von Band 1 oder 2, die ja im letzten Jahr für mich ein Highlight waren, sondern wir haben hier 4 Kurzgeschichten und war ich schon so ein bisschen, wie werden die wohl sein, welchen Geschichten werden die erzählen, und zusammen mit der lieben Becky habe ich mir eine Geschichte nach der anderen vorgenommen und kann so viel so direkt sagen, dass ich definitiv ein bisschen schade finde, dass sich kein so echter roter Faden da drin befunden hat. Wir beginnen mit der ersten Geschichte, dann ein bezauberndes Wesen. Hier haben wir die Geschichte von Elizabeth, die immer wieder mit Alice verwechselt wird, die wohl auch in Alice' Familie aufwächst
und ja, durch diese Verwechslungen irgendwie in Überlegung kommen, wer ist denn diese Alice? Und ja, eines Tages hält dann ihr Vater eine Zeitung in der Hand und ist ganz bestürzt darüber, dass eine Irrenanstalt abgebrannt ist. Und das wissen wir natürlich aus dem ersten Band. Das war die Irrenanstalt von Alice und Hatcher, die wir dann ja begleiten. Und ja, Elizabeth ist aber nicht weniger neugierig als Alice und folgt dann einer Maus. Und ja, wo die sie hinbringt und was es da irgendwie mit Elizabeth und Alice vielleicht irgendwie zu tun hat, erfahren wir hierin. Eine Kurzgeschichte, die ich ganz gut fand, die ich sehr atmosphärisch fand, die eben auch so, ja, den ersten Teil aufgegriffen hat, um zumindest so diesen Punkt, den man aus der ersten Geschichte definitiv noch in Erinnerung hat, nochmal mitnimmt. Aber mir hat so ein bisschen eine Erklärung gefehlt, ein Bezug zu Alice und Hatcher. Das fand ich ein bisschen schade. Aber atmosphärisch und düster, und das kann für mich Christina Henry definitiv. Das haben wir auch in der zweiten Geschichte, Mädchen in Bernstein. Hier sind wir wieder bei Alice. Und es ist im Grunde schon eine Art Weitererzählung der ersten beiden Teile. Die beiden sind jetzt mitten im Winter und es ist kalt. Und wir laufen durch einen Wald und das war wirklich wahnsinnig atmosphärisch. Das fand ich richtig, richtig toll. Auch die Gedanken, die Alice sich darüber macht, über ihre Zukunft, über ja, das Finden jetzt von einem Haus, das fand ich richtig, richtig authentisch und das ist super gut rübergekommen. Und dann haben wir auch so einen kurzen Zusammenhang zur ersten Geschichte, der wird irgendwie hergestellt, aber da hat man so gemerkt, okay, die Geschichte steht auch so ein bisschen für sich. Es passieren hier aber sehr unheimliche, düstere Dinge, die ich wirklich wieder grandios fand, weil ich finde, dass Christina Henry das wirklich kann. Auch wenn ich schon finde, dass sie das in längeren Geschichten definitiv besser kann. Die dritte Geschichte ist dann, als ich zum ersten Mal in die Stadt kam und erzählt uns eine Geschichte aus der Sicht von Hatcher und wie er in einem früheren Leben ja, als Kämpfer, Boxer sich einen Namen gemacht hat. Und auch so ein bisschen seine Aggressionen werden hiermit beschrieben und auch ja, seine früheren Taten, die wir ja nicht wirklich ausgesprochen von ihm hören. Da wird hier so ein bisschen der Grundstein gelegt. Es gibt auch andere Alice-Charaktere, also aus der echten Alice-Geschichte, die hier wieder eine Rolle spielen. Das hat mir sehr gut gefallen, weil wir hier ja keine echte Alice-Adaption haben, sondern schon eher uns ja, der Geschichte bedienen anhand der Charaktere und Ähnlichem, also Christina Henry, und das hat sie gut gemacht. Es war mir am Ende in der dritten Geschichte ein bisschen zu viel Kampfgerede, zu viel Boxertum, zu viel Männlichkeit, also dieses Gestrotze, das wie stark und toll da Männer sind, fand ich, ja, okay, aber tatsächlich auch nicht mehr. Und die letzte Geschichte ist dann der Gnadenthron und erzählt im Grunde die Geschichte ja, von der zweiten Geschichte wieder weiter. Also die hängen schon irgendwie zusammen. Und da sind wir auch wieder mit Alice und Hatcher unterwegs, auch wieder durch einen Wald. Wir treffen da dann eben auch auf so eine kleine Stadt, wo auch ja, ihnen Hilfe angeboten wird. Wir erfahren dann so ein paar ja, Sagen, die irgendwie über diesem Wald liegen oder über dieses eine Dörfchen in dem Wald. Und dann treffen wir irgendwann auf diesen Gnadenthron. Und ja, also vier Geschichten, die sehr unterschiedlich in ihrem, was sie erzählen sind. Natürlich irgendwo schon den Fokus auf Hatcher und Alice haben. Für mich hat, wie gesagt, der rote Faden gefehlt. Für mich war es auch so, dass Christina Henry definitiv in längeren Geschichten mehr ihr Können zeigen kann. Also durch diese Düsternis, diese Brutalität, dieses ja, bildhafte, atmosphärische, das hat sie wirklich in den beiden längeren Büchern für mich auf jeden Fall viel, viel besser gekonnt. Es war ganz nett, es war okay. Die Kurzgeschichten sind für mich eine Spur schwächer. Es war schön, nochmal in diese Welt einzutauchen, wäre jetzt aber kein Must-Read. Also muss man nicht gelesen haben nach Band 1 und 2, das steht wirklich vollkommen für sich alleine, war aber ganz nett. Aber Kurzgeschichten, ja, ich bin halt auch nicht immer der Mensch so für Kurzgeschichten und Christina Henry kann es definitiv länger auch besser. Aber dennoch wird ja, dieses wirklich schöne, schöne Buch einen Platz bei mir im Bücherregal bekommen. Weil ich glaube, dass das irgendwann mal, also ja, auch wirklich im Regal richtig, richtig schön aussieht. Wobei ich es gerade sehe, doch ist auch weiß geschrieben. Ich dachte schon, oh, hier irgendwie in schwarz, aber nein, passt auch zu den anderen Büchern. Dann das Leseklubbuch habe ich in der letzten Woche ja schon ein bisschen angekündigt. Und zwar Ich, Eleanor Oliphant von Gail Honeymoon.
Wir werden im Mai die Ellingham Academy lesen. Was geschah mit Maureen? Nein, mit Alice. Auch mit Alice, stimmt. Von Maureen Johnson, so rum. Da habe ich meine Informationen gedreht. Ja, da starten wir auch sowas um den 20. Mai. Und das wird ja dann auch erstmal das letzte Buch sein, bevor wir in die klassische, einmal im Jahr anfallende Sommerpause treten, wo ich glaube, dann wir erst dann wieder im Oktober oder im September irgendwie zusammen lesen werden. Ja, das Buch Ich, Eleanor Oliphant hat 2017 den Costa Award für den besten Debütroman erhalten und ich kann schon so viel sagen, dass ich das sehr, 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 sehr gut nachvollziehen kann. Ja, wir haben hier Eleanor und die ist definitiv anders als alle anderen Menschen. Sie nimmt ihre Welt mit sehr viel Tiefgründigkeit wahr, sie ist ein sehr direkter Mensch und ja, man merkt schon recht schnell, dass sie einfach so anders tickt und Dinge auch einfach sehr häufig ausspricht. Sie legt keinen Wert auf Äußerlichkeiten und mag auch den typischen Smalltalk überhaupt nicht unter Kollegen oder hat auch keine so richtigen Freunde und ja, irgendwie scheint da auch was aus ihrer Kindheit noch zu brodeln, was auch den etwas merkwürdigen Kontakt mit ihrer Mami irgendwie auf sich hat. Doch ja, irgendwie fühlt sie sich dafür jetzt reif, sich zu verändern, als sie einen Musiker trifft, sich in den Hals über Kopf verliebt und sich irgendwie denkt, ja, ich muss den kennenlernen, ich möchte hier etwas in meinem Leben verändern und sehr viel Hoffnung auf diesen Musiker projiziert. Zudem hat sie einen neuen Kollegen, Raymond, mit dem zusammen rettet sie unter anderem einen alten Mann auf der Straße. Es wird hier sehr, sehr freundschaftlich und man merkt, dass er auch einen sehr guten Einfluss auf sie hat. Doch das Leben holt sie dann so ein bisschen ein und zeigt ihr recht schnell, wie es auch ist, mitten im Leben zu stehen, also wie es ist, auf einmal Freunde, Bekannte zu haben, Spaß und Erfolg bei der Arbeit und ja, was das so ein bisschen in ihr auslöst, das lesen wir in der Geschichte. Es ist ein sehr überraschendes Highlight. Ich hatte mit einer guten Geschichte gerechnet und ich habe wirklich ein Highlight-Buch bekommen. Es ist ganz, ganz anders, als ich es erwartet habe, anders, als ich es durch den Klappentext vielleicht irgendwie auch gedacht habe und umso schöner, dass es mich wirklich relativ schnell so begeistern konnte. Ich weiß, dass so der erste Abschnitt so noch ein bisschen merkwürdig war, weil man sich mit Eleanor erstmal noch so ein bisschen identifizieren musste, so ein bisschen verstehen musste, wie meint sie das? Ist sie irgendwie ein böser Mensch? Hat sie böse Gedanken? Oder ist sie einfach nur ehrlich und direkt und spricht die Dinge aus? Und spätestens als man ja, sie im Grunde verstanden hat, hat diese Geschichte großen, großen Spaß gemacht. Man kommt durch die Ich-Perspektive auch sehr nah an Eleanor heran. Und wir nehmen dadurch wirklich auch eine gute Bindung zu Eleanor auf. Also wir sind auch in ihren Gedanken, in den Dingen, die sie bespricht, in Dialoge geht. Das fand ich richtig toll. Ich mochte ihre direkte Art sehr gerne. Natürlich ist sie nochmal eine Spur direkter, als es vielleicht Menschen oder normal direkte Menschen sind, was ist schon normal. Man merkt, dass das wirklich das Empathieverhalten so ein bisschen fehlt oder auch einfach vernachlässigt wird und sie einfach gar keine Lust darauf hat. Ich mochte das aber gerne. Sie hat Dinge, die wirklich merkwürdig sind, angesprochen. Ich erinnere mich an das Thema im Büro und die Küche und den Aufwasch von Tassen und wie eklig sie das findet. Wer weiß, wie die Leute das aufgewaschen haben. Ein Gedanken, den ich auch sehr häufig hatte, zumindest als ich noch ins Büro gegangen bin und dann auch lieber mein eigenes Geschirr aufgewaschen habe, weil... Und dann dachte ich auch so einen Moment, bin ich jetzt auch so ein merkwürdiger Mensch, oder? Aber es sind so Merkwürdigkeiten, die sie, also die man selbst vielleicht merkwürdig findet, muss man ja so sagen, die sie denkt, die sie auch ausspricht und das fand ich richtig toll. Da sind einige Beispiele hier drin. Ich fand es auch einfach toll, dass sie eben einfach so ist, wie sie ist und dass sie so bleibt und dass sie sich auch ja, von Komplimenten, die sie dann irgendwann mal wegen einer neuen Frisur oder so bekommt, halt eher darüber verwundert ist und aber sich nicht irgendwie abhebt oder jetzt denkt, es hat sich die Welt irgendwie verändert. Was ich sehr gelungen fand und das möchte ich insbesondere ansprechen, weil ich es bei einem anderen Buch kritisiert habe, war für mich die Darstellung von Depressionen. Die wurden hier sehr realistisch dargestellt, auch der Heilungsprozess, überhaupt, ja, wie das Leben ist, warum auch am Ende Eleanor bei manchen Dingen so ist, wie sie ist. Das hat eben tatsächlich sehr viel mit einem echten Bild, ohne zu sachlich zu sein oder zu sehr in die Materie reinzugehen, für mich ein sehr
gutes Bild dargestellt von Depressionen. Während das ja zum Beispiel bei der Mitternachtsbibliothek für mich ein großer Kritikpunkt war, dass das für mich nicht rübergekommen ist. Und auch, wie sie im Grunde auf Menschen zugeht, wie Freundschaften entstehen und Ähnlichem, das fand ich, hat sehr, sehr gut zueinander gepasst. Auch diese Langsamkeit, die eben bei einer Freundschaftsentstehung durchaus eben auch typisch ist, bis man sich näher kommt, bis man Dinge miteinander bespricht und Ähnlichem, das, finde ich, hat die Autorin sehr, sehr gut gemacht. Mir hat auch das Emotionale sehr gut gefallen. Das hat mich sehr gebunden, sehr mitgenommen, mitgerissen. Es hat mich auch unterhalten. Es hat mich nochmal gefühlsmäßig auf eine andere Ebene gebracht. Und es hat mich eben an vielen Stellen wirklich ganz tief bewegt und auch wirklich tief begeistert und auch sehr stark fühlen lassen. Also ich habe viel gelacht, geschmunzelt. Ich war mit wütend und eben auch manchmal traurig oder ja, Freudentränen. Also es war wirklich auch hier von der Bandbreite sehr, sehr viel dabei. Mir hat auch das etwas langsamere Tempo tatsächlich sehr gut gefallen, weil man so die Entwicklungen auch sehr gut erleben konnte. Auch, dass nicht zu viel Zeit ja innerhalb der Geschichte im Grunde verstrichen ist, sondern wir sehr gut getaktet jeden Tag bei Eleanor sind und wirklich dranbleiben und mit ihr auch ihr Leben erleben und das einfach miterleben konnten. Das fand ich richtig toll. Also wirklich ein Highlight. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, gut unterhalten, gefühlsmäßig die volle Bandbreite und ja, hat mich sehr überrascht, dass mich das so packen und begeistern konnte. Auch der Austausch im Leseklub hat wieder viel Spaß gemacht und ja, also wenn wir da öfter solche Highlights lesen, ja, dann hat das Ganze natürlich was für sich. Ich kann das Buch wirklich nur empfehlen. Dann möchte ich direkt etwas weiter schwärmen und zwar mit Das Lied der Krähen von Leigh Bardugo. Ich habe ja in den letzten Wochen die Krisha-Trilogie gelesen und auch die Serie am vergangenen Wochenende oder dann im Grunde vor 2 Wochen geschaut und ich habe es bei Erscheinen, ich glaube so 2017, bereits gelesen und habe dann aber irgendwie die Reihe aus den Augen verloren. Ich hatte auch die Krisha-Reihe damals nicht gelesen und fand den Anfang sehr verwirrend. Das hatte ich auch so in Erinnerung und ich habe dann tatsächlich ja mal in meine Bücherwoche geschaut, was ich da so zu dem Buch gesagt habe. Und ja, nun habe ich das Hörbuch gehört. Der Sprecher ist Frank Stieren und wir haben hier knapp 17 Stunden und das ja, fand ich auch wieder von der Zeit sehr gut. Ich mochte auch den Sprecher sehr gerne. Er hat den verschiedenen Charakteren wirklich sehr angenehme Stimmen gegeben und auch sehr gut vertont. Also da möchte ich ja, wirklich das lobend erwähnen. Ich finde das bei einem Hörbuch auf jeden Fall wichtig. Und auch die Atmosphäre, die er geschaffen hat in die Geschichte, das fand ich auch richtig, richtig toll. Ja, wir sind im Grunde nach Grisha und zwar sind wir diesmal in Ketterdam. Und ja, da haben wir eine lebendige Hafenstadt, die sehr viele merkwürdige Gestalten auch beherbergt. Hier tummeln sich wirklich alle Möglichkeiten an Menschen und Grisha und ja, anderen Gestalten. Und das macht auf jeden Fall schon den Reiz dieser Geschichte definitiv aus. Wir treffen unter anderem auf Cass Brecker, der ja die skrupellose rechte Hand eines Bandenchefs ist und der erhält eines Tages ein Angebot, ja, was er auch nach längerem Überlegen nicht ausschlagen kann. Denn dieser Auftrag würde ihn Reichtum bescheren, sodass er unter anderem auch den Tod seines Bruders rächen kann. Ja, er schafft aber diesen Auftrag nicht alleine, das ist ihm relativ schnell klar. Und so holt er sich 5 Gefährten dazu, die alle jeweils ihren eigenen Grund haben, Cass zu unterstützen, mitzumachen. Ja, ganz verschieden motiviert auch dahinter stehen. Und das ist das, was wir in Das Lied der Krähen erfahren. Und wir sind hier sehr auch in der Grisha-Welt unterwegs. Es sind auch Grisha bei den Gefährten sozusagen mit dabei. Wir erfahren wieder sehr viel über die Magie und ja, versuchen jetzt eben diesen Auftrag zu lösen. Ich kann so viel sagen, auch diesmal hatte ich beim Start einfach meine Probleme. Also ich habe so 15-18% des Hörbuchs gebraucht, bis ich irgendwie drin war. Und das war ja auch der Kritikpunkt beim ersten Mal lesen und ich dachte, naja, jetzt kenne ich die Krisha-Reihe, ich kenne die Serie, ich bin mittendrin, das muss eigentlich besser werden, aber nein, ich habe tatsächlich irgendwie meine Probleme mit dem Anfang. Das war überhaupt nicht schlimm, denn spätestens, ja, so nach 3 Stunden war ich dabei und sehr konzentriert tatsächlich dabei
Und habe dann schon gemerkt, okay, ich gewöhne mich an die vielen Charaktere, ich gewöhne mich an dieses viele drumherum. Und dann war die Geschichte richtig, richtig toll. Man lernt die Charaktere dadurch, dass man die Perspektive immer wechselt. Also wir sind bei allen Fünfen regelmäßig, oder bei allen Sechsen im Grunde regelmäßig dabei. Wir wechseln auch nach Kapiteln immer zu einer anderen Perspektive. Und wir lernen die Charaktere eben dadurch super gut kennen. Also ihre Motivationen, was sie denken, wo sie gerade stehen bei ihrem Auftrag. Gerade als sich die Gruppe dann auch mal spaltet, ist man trotzdem an beiden Orten, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich fand tatsächlich, als ich dann so drin war, ich sag jetzt mal so grob nach 15-20%, dann nahm die Geschichte auch Fahrt auf und dann war ich auch wirklich sehr, sehr begeistert. Die Welt ist uns ja durch die Grisha schon bekannt und ich glaube schon, dass es hilfreich ist, wenn man Grisha gelesen hat, wenn man die Reihe kennt, wenn man die Grisha-Magie schon mal im Grunde erlebt hat. Ich glaube, es ist definitiv einfacher, sich das vorzustellen, als wenn man nur mit dieser Reihe begonnen hätte. Also das fand ich jetzt zumindest beim Reread so. Was ich wirklich toll fand und auch sehr authentisch gemacht hat, war eben diese verschiedenen Blicke der einzelnen Charaktere und eben auch die jeweilige Magie, die wir hier treffen. Das macht es sehr einzigartig, das macht es besonders und das hat auch die Gruppe an sich eben einer ganz tollen Dynamik gegeben. Ich mag auch nach wie vor das Worldbuilding von Lei Badugu sehr, sehr gerne. Ich bin gerne da unterwegs. Ich mag es, wie auch so Bezüge genommen werden auf Dinge, von denen wir eben aus dem Grisha-Universum auch schon was gehört haben. Und das hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Es ist lebendig, es ist bildhaft, es ist, finde ich, sehr kreativ. Und es lässt einen so ganz, ganz tief eintauchen. Und das fand ich toll. Nach wie vor denke ich aber trotzdem, dass mir Grisha schon eine Spur besser gefallen hat. Zum einen, weil ich da nicht die Anfangsschwierigkeiten hatte. Und zum anderen, ich auch diese Ich-Perspektive von Alina mir einfach nochmal eine Spur besser gefallen hat, als jetzt hier diese Art Perspektivwechsel. Dennoch war es sprachlich sehr spannend. Es hatte dann auch eine große Sogwirkung und Band 2 wird jetzt auf jeden Fall im Mai auch geholt und auch gehört. Ich werde da beim Hörbuch bleiben und freue mich da auf jeden Fall drauf. Nicht gleich jetzt in der kommenden Woche, aber spätestens eine Woche drauf möchte ich dann in dieses Buch dann auch reinhören. Das war dann auch der Abschluss des Aprils und im Mai habe ich dann gestartet mit Monologie von Jasmine Boland. Ich bin sehr fasziniert vom Mond. Ich bin auch definitiv jemand, der sehr mondfühlig ist. Also ich spüre es, wenn es auf den Vollmond hingeht, aber auch auf den Neumond mit ganz anderen Wirkungen sozusagen, also nicht nur irgendein komisches Gefühl, sondern es ist ein Unterschied. Allerdings bin ich niemand, der beim Vollmond schlaflos ist, sondern ich ziehe tatsächlich sehr viel Energie an Vollmondtagen und merke, dass der mir wirklich ganz, ganz viel Energie gibt. Und wenn ich die zu nutzen weiß und auch mich darauf einlasse, dann brauche ich sozusagen in dieser Nacht auch gar nicht viel Schlaf, weil ich diese Energie dann eben einfach für was anderes nutze, so als Beispiel. Dementsprechend bin ich ein paar Mal dann auch über dieses Buch gestolpert und hat mich dann irgendwann neugierig gemacht und war sehr happy, als ich es dann auch vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ja, die Autorin Jasmine Boland ist Journalistin, TV-Produzentin und auch Astrologin und seit fast 20 Jahren beschäftigt sie sich auch eben mit dem Mond und gehört hier auch zu einer der bekanntesten Astrologinnen, die es gibt. Das Buch wird in vier Teile gesetzt. Zum einen erzählt uns dann erst der Einstieg sozusagen, der erste Teil, warum der Mond magisch ist, also wo das herkommt, welche Ursachen das haben kann, welche Wirkung das auf den Menschen und auch die Umwelt und die Welt hat. Dann geht es weiter um den Neumond, dass wir hier eben unser Traumleben erschaffen sollen, unsere Wünsche im Grunde an den Mond geben sollen und der Neumond uns da eben unterstützt. In dieser Steigerung zum Vollmond, das ist der dritte Teil und hier geht es dann eben auch um die Magie des Vollmonds und wie hier eben dann auch Wünsche erfüllt werden können, die man eben im Neumond geschaffen hat und auch was das eben mit den einzelnen Sternzeichen macht und überhaupt welche Wirkung der Mond auch auf die einzelnen Sternenbilder hat.
Und der letzte Teil ist dann so ein bisschen auch mit einem Ratgeber, wie man eben bewusst mit dem aktuellen Mond leben kann, weil, oder leben kann, ja, ist glaube ich schon richtig, weil der Mond sich ja immer in irgendeiner Phase befindet und wie wir das eben nutzen können. Also genau, wir wissen, jetzt hat der Mond den und den Status und dann gibt es hier eben hilfreiche Tipps, wie man da jetzt mit umgehen kann. Ich fand, dass sich das Buch sehr angenehm hat lesen lassen, dass es viele Informationen beinhaltet, die für Anfänger absolut geeignet sind. Ich bin gut zurechtgekommen, habe mich schnell eingefunden, habe viel Hilfreiches, Nützliches auch mitgenommen. Ich persönlich fand es tatsächlich an mancher Stelle zu viel Wissen und einfach zu tief. Also sie hat sich manchmal mit Themen beschäftigt, wo ich dachte, naja, aber so weit sind wir doch eigentlich noch gar nicht. Und mir hätte da tatsächlich eher ein bisschen das breitere Wissen besser gefallen als das tiefe Wissen. Ja, ich bin schon dazugekommen, reingekommen, habe mir auch ein paar Notizen gemacht, aber das hat es für mich so ein bisschen, es war einfach manchmal so ein Overload an Wissen. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Zudem hätte ich es mir auch eine Spur übersichtlicher gewünscht, denn ich hatte oftmals den Eindruck, dass ähnliche Dinge an verschiedenen Stellen im Buch irgendwie Bezug zueinander genommen haben, beziehungsweise so aufeinander aufgebaut haben, aber eben nicht hintereinander dran kamen. Das hätte ich mir tatsächlich ein bisschen anders gewünscht, ein bisschen komprimierter oder näher beieinander oder auch durchaus mit Verknüpfungen, weil da hätte man mit den Tipps einfach ein bisschen mehr was anfangen können. Was ich sehr spannend fand, ist, dass wir erklärt bekommen, wie Visualisierung funktioniert, besonders in den Neumondnächten. Das war jetzt nichts, was mir gänzlich neu war. Also ich habe mich damit schon einige Male beschäftigt und beschäftige mich sehr regelmäßig damit, Wünsche, Ziele, Gedanken zu visualisieren. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass das hier so als das Nonplusultra beschrieben wurde und dass man dem Mond eben tatsächlich seine Wünsche schickt und die werden einem dann erfüllt. Das fand ich, also ja, ich glaube, es hilft, wenn man das positiv sieht und eben auch daran glaubt. Aber das ist immer was ich ein bisschen schwierig finde. Also ich glaube, dass eben Visualisierung, also ich glaube, ich hätte mir gewünscht, wenn einfach gesagt wird, wenn man im Neumond die Kraft nimmt, die der Neumond hat, eben aufgrund von, dass er ansteigt, dass die Kraft anwächst, wenn man sich dann eben zum Visualisieren hinsetzt, dass man eben diese Gedanken sehr gut bis zum Vollmond mitträgt und dann sozusagen ja vielleicht der Wunsch gestärkt irgendwie in einem ist. Das wäre für mich so ein bisschen eine Aussage gewesen, die ich besser gefunden hätte, als so der Vollmond erfüllt irgendwie Wünsche. Ja, es waren definitiv für mich spannende Impulse dabei. Es war mein neueres Gebiet, wo ich mich einfach mal mit beschäftigen wollte. Und ich habe doch sehr auch hier wieder mitgenommen, dass eine positive Grundhaltung, die ich ja an sehr vielen Tagen im Jahr habe, dass das definitiv auch hilft, um eben ja mit dem Mond so im Einklang zu leben, das einfach mal mitzunehmen, auch einfach mal drüber nachzudenken, warum es vielleicht manchmal manche Dinge klappt und manchmal nicht. Liegt es vielleicht gerade an der Mondphase? Und ich glaube, es hilft sich einfach mal damit zu beschäftigen, wenn man das möchte. Und da hilft einem dieses Buch definitiv auch weiter. Also das kann ich definitiv sagen. Ich fand es sehr gelungen und gut. Mit 2, 3 Kritikpunkten, ja, wo ich einfach denke, das hätte man vielleicht noch ein bisschen anders machen können. Damit sind wir mit den Büchern der Woche durch. Ich habe aber ja von einer Zeitschrift gesprochen, über die ich auch kurz ein bisschen was sagen möchte. Und zwar habe ich mir Guidos Deko Queen geholt. Ja, Guido Maria Kretschmer hat nicht nur sein eigenes Magazin oder die Shows Shopping Queen, sondern er hat jetzt auch Deko Queen und hat eine Zeitschrift herausgebracht. Das müsste, glaube ich, das zweite Magazin sein. Ich habe es auf jeden Fall zum Einführungspreis gekauft, ich glaube von, ja, 2 €. Und ich dachte, ich schaue da einfach mal rein. Zum einen mag ich so ein paar Inspirationen für die Wohnung oder auch für den Balkon oder jetzt natürlich auch Frühling, Sommer für den Garten. Und ja, also ich weiß nicht, was die regulär kosten, mit 2 € fand ich auch okay. Aber ich muss echt sagen, ich war an mancher Stelle schon sehr enttäuscht. Also ich fand jetzt nichts wirklich Innovatives da drin. Ich fand nichts anderes, als was ich in anderen Deko-Frauenmagazinen bekommen habe. Und also es gibt wohl jetzt auch irgendwie eine Show dazu, aber keine Ahnung, aus dem Fernsehprogramm bin ich irgendwie ausgestiegen. Und was ich ganz heftig fand, waren zum Teil die Preise. Also da war ich echt erstaunt. Also es geht hier irgendwann mal unter anderem, also es geht um verschiedene Dekorationsarten, wie man mit wenigen Dingen
eine Ecke irgendwie dekorieren kann. Und ach, ich werde es wieder nicht finden. Zum einen haben wir hier was mit dem Garten, aber auch mit so einer Lese-Kuschel-Ecke. Und da war ich wirklich total, also entsetzt, als er irgendwie anfing mit einer Umrenovierung und einer Umdekoration, so ist das Wort, und damit irgendwie anfängt und das erste Modell irgendwie schon, keine Ahnung, 1200 Euro kostet. Da dachte ich, joa, so für eine Leseecke, ja. Und dann dachte ich, ja, wer weiß, vielleicht ist das jetzt auch die Luxusvariante. Nein, es war tatsächlich die günstigste Variante. Ich glaube, die nächste hat dann irgendwie 5000 gekostet und dann nochmal eine höhere Variante. Und da saß ich schon irgendwie da und dachte, also ich wüsste nicht, ob ich so viel Geld für eine Lese- oder eine Gemütlichkeitsecke, ich krieg's nicht mehr zusammen, tatsächlich ausgeben würde. Also da war ich wirklich, ganz schön sprachlos gefühlt, weil ich echt so dachte, ja, natürlich gibt man für eine gute Couch, einen guten Sessel Geld aus, aber das mal so lapidar hinzuknallen und zu sagen, ja, du willst hier deine Ecke ein bisschen verschönern, dann hast du hier 5 Tipps und also das fand ich schon, also ich fand die Message auch so ein bisschen, ich finde es tatsächlich nicht hier beim Durchblättern, ich weiß gar nicht, wo war hier die Überschrift, eine Sitzecke, 3 Budgets, genau, angefangen mit 1000 Euro, 2,5 und 6.000 Euro. Und da ist wirklich nicht viel. Also ja, das hat mich so ein bisschen sprachlos und entrüstet zurückgelassen. Also wirklich auch die Preise bei Dekoration, also wenn da eine Vase irgendwie mit 1.500 Euro anfängt. Also das ist, also jeder darf ja mit seinem Geld machen, was er möchte, keine Frage. Aber ich glaube einfach nicht, dass das Publikum von Guido, zumindest auf dieser Schiene, wenn er über Shopping Queen kommt, dass wir da wirklich in diesem Luxussegment sind. Das mag bei anderen Marken, die er herausbringt, durchaus der Fall sein oder auch bei seiner eigenen Modelinie. Aber ich glaube, ja, jemand, der Shopping Queen anschaut, dass der nicht einfach sich eine Vase für 1000 Euro einfach mal so hinstellt. Ja, aber das, so viel dazu. Ich werde das Magazin nicht mehr kaufen, obwohl ich Guido also wirklich super sympathisch finde. Vielleicht schaue ich mal in die Show, aber ja, ich hätte mir da auch einfach ein paar mehr Impulse tatsächlich gewünscht. Also ich habe mir nichts markiert, nichts rausfotografiert. Ich war wirklich eher entrüstet über die Preise und die Gedanken. Also nichts gegen ein schönes Zuhause und dass das auch Geld kosten darf, aber weiß ich jetzt nicht, ob man wirklich einfach mal so eine Sitzecke plant für 6.000 Euro. Also, und das ist ja nur die Sitz Ecke. Da ist ja, ja, aber gut, so viel dazu. Und bevor wir dann schon zum Ende kommen, habe ich in der Woche auch einen alten Film mal wieder angeschaut und zwar zufällig, ich glaube, auf Arte entdeckt, Good Will Hunting. Ein Film, der jetzt, glaube ich, 19, 18 Jahre alt ist und man sich echt denkt, ich kann mich noch erinnern, als ich im Kino sah und gefühlt das erste Mal einen Matt Damon und einen Ben Affleck auf der großen Leinwand gesehen habe. Ich weiß, dass mich damals Robin Williams ins Kino gezogen hat, der hier ja auch unter anderem mit eine Rolle spielt und wie dieser Film ja wirklich dann auch Preise abgesahnt hat, samt der Oscars für das Drehbuch und die Regie und keine Ahnung und ja die Erfolgsgeschichte von Matt Damon und Ben Affleck damit gestartet ist. Beide waren ja vorher, glaube ich, noch gar nicht bekannt, wenn ich mich jetzt nicht irre, haben dann dieses Drehbuch geschrieben. Da wollte sich keiner so recht finden, der das unterstützt. Zudem fand sich auch irgendwie niemand, der auf die Charaktere passt. So haben sie sich einfach mal selbst besetzt. Und ich weiß gar nicht, ob sie sogar selbst finanziert haben. Und dann haben wir relativ, ja, mittlerweile auch bekannte Schauspieler, unter anderem Robin Williams. Wir haben Skarsgård. Das ist auch so ein Name, der gar nicht so leicht ist. Minnie Driver, die ja tatsächlich dann, glaube ich, auch mit Matt Damon zusammen war, spielt hier mit. Und also relativ große Größen. Robin Williams war ja definitiv schon eine. Und der Film dreht sich ja um das Genie Will Hunting, der irgendwie in Weißenheim groß geworden ist und der irgendwie ganz tolle Matheaufgaben lösen kann, aber eigentlich gar keinen Bock so da drauf hat, lieber in der Schule irgendwie die Böden reinigt oder am Bau arbeitet und dann wegen Körperverletzung, glaube ich, ins Gefängnis kommt, dann aber der Professor dieser Uni auf ihn aufmerksam wird, wo er eben dieses Mathe-Rätsel gelöst hat und da im Grunde ihm in einen anderen Weg
gehen lassen möchte. Und das ist so eine ganz ruhige Geschichte, es ist auch eher ein Drama, es ist ganz ruhig erzählt, tiefgründig, emotional und es ist unfassbar bewegend. Und besonders die Rolle von Robin Williams, die fand ich wieder so großartig gemacht. Und ich merke immer wieder, wenn ich Filme mit ihm anschaue, wie sehr mir dieser Schauspieler in Filmen fehlt, was für eine Bandbreite der hatte. Und man sieht auch bei Matt Damon, dass er mittlerweile wirklich einfach erwachsen geworden ist, dass das ein ganz toller Schauspieler wurde, dass hier die Anfänge war, alleine wenn der schmunzelt, da lacht alles in seinem Gesicht mit und man muss einfach selbst mit schmunzeln und wie auch toll der sich entwickelt hat 20 Jahre später. Auch Ben Affleck, also wo die Arroganz förmlich noch im Gesicht steht bei diesem Film und also fand ich zumindest so persönlich und auch was das für ein toller Schauspieler geworden ist, außer wenn er, ja wobei selbst als Batman war er gar nicht so schlecht, nur das Drumherum um diesen Film war nicht so gelungen, aber dass man einfach merkt, ja, das sind Schauspieler, die was können und das war wirklich großartig, also ja, wenn man sich da einfach in die Zeit damals zurückversetzt und wirklich diese Bandbreite an tollen Schauspielern hatte und was aus denen geworden ist. Und ja, das ging jetzt unglaublich nostalgisch, fand ich einfach toll. Also mir hat es echt Spaß gemacht, den mal wieder zu sehen. Ich liebe die Lebensweisheiten, ich liebe den Charakter um Will Hunting, ich liebe das Ende. Ich finde den Soundtrack toll und ich liebe einfach die Rolle hier von Robin Williams und ich... Ja, finde es nach wie vor mega, mega schade, dass er nicht mehr unter uns ist und ja, uns nicht mehr in neuen Filmen begeistern kann. Und ja, das war so ein bisschen dann auch der Film der letzten Woche. Ja, serientechnisch und so gab es nichts. Ich hatte 2-3 Serien bei Amazon, bei Prime so ein bisschen angepimpt. Allerdings wurden dann 2 der 3 aus dem Prime-Angebot genommen. Ja, mal sehen, ob ich jetzt in der Woche vielleicht noch irgendwie was schaue. Aber dann wären die 4 Wochen auch um. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass ich Prime verlängern werde, weil eben ständig irgendwie Filme weg sind. Gefühlt es auch sehr umständlich ist zu sehen, was wurde neu hinzugefügt. Und ich bin eben auch nicht der große Amazon-Besteller, dass ich wirklich jeden Monat 2-3 Bestellungen hätte, dass sich das irgendwie rechnet. Aber ja, da werden wir mal sehen. Ja, das war es jetzt auch schon mal wieder mit einer etwas längeren Bücherwoche. Mein besonderer Gruß geht an Anita in die Schweiz, die jetzt vielleicht mit ihren Putzroutine fertig geworden ist. Die hatte sich in der letzten Bücherwoche beschwert, ganz nett, dass das Video die Bücherwoche nicht ausgereicht hätte für ihre Putzroutine. Ich hoffe, diesmal ist es ein bisschen besser. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit der Bücherwoche. Ich bin wie immer neugierig. Was lest ihr gerade? Was war euer letztes Highlight? Wie war euer April? Lasst uns das gerne ein bisschen bequatschen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.